Lassen wir jetzt die Mathematik. Vor Schluss der Stunde habe ich noch ein ernstes Wort mit Ihnen zu sprechen. Verschiedenen Herrschaften flattert heute ein blauer Brief ins Haus. Mit den klassischen Worten, die Versetzung erscheint gefährdet. Das wäre nichts Ungewöhnliches. Aber der blauen Briefe sind es diesmal erschreckend viele. Das heißt, dass die Leistungen der Klasse weit unter dem Durchschnitt liegen. 3, 4 besonders Begabte machen das auch nicht wett. Bernhard Wegener, Sie sind der Klassenbeste in Mathematik. Was halten Sie von den Leistungen Ihrer Mitschüler in Mathematik? Herr Studienrat, so schlecht wie Sie finde ich die Leistung bestimmt nicht. Natürlich, an Einstein gemessen sind Sie nicht besonders doll. Ruhe bitte. Bernhard Wegener, an mathematischer Begabung fehlt es Ihnen nicht, aber es fehlt Ihnen am nötigen Ernst. Ernst ist nun mal nicht meine Stärke, Herr Studienrat. Setzen Sie sich. Jürgen van Berg. Sie sind die Englisch-Koryphäe Ihrer Klasse. Was halten Sie von den Englischkenntnissen Ihrer Mitschüler? Ja, da ergibt sich eine Parallele zur Mathematik. Die finde ich eigentlich so ganz gut durchwachsen. Durchwachsen? Sie scheinen ja auch nicht viel vom Ernst zu halten. Da habe ich auch nur einen ganz kleinen Bedarf. Das möchte ich nicht gehört haben. Ich hoffe, dass Klaus Rode meinen ernsthaften Besorgnissen um die Klasse mehr Verständnis entgegenbringt. Tja. Schluss für heute. Wir sprechen morgen weiter darüber. Bernhard, Jürgen. Da müssen wir doch was machen. Wenn die halbe Klasse kleben bleibt, das geht doch nicht. Geht nicht, ist gut. Was sollen wir denn da machen? Er hat eigentlich recht. Die Klasse ist ziemlich mies. Bei den Hausaufgaben, da hagelt es Fünfen. Und bei den Klassenarbeiten ist es noch schlimmer. Wir drei sind ja jeder in einem besonderen Fach die Besten. Könnten wir nicht irgendwie den anderen oder wenigstens den Schwächsten die Hausaufgaben zum Abschreiben geben? Vervielfältigt oder so? Wie stellst du dir das denn vor? Die Hausaufgaben müssen wir meistens schon am nächsten Tage abgeben. Da müssen wir ja mit dem Taxi herumfahren. Kinder, passt auf. Ich hab's. Also was ist? Können wir? Von mir aus ja. Wissen noch alle Bescheid, auf welcher Welle Sie uns kriegen? Na klar. Also Ruhe jetzt, Sendung. Achtung, Achtung! Hier ist der Sender Pythia auf der Schulaufgabenfrequenz. An die Bleistifte. Die Lösung der Matheaufgaben lautet... Also die Aufgabe von heute könnten beinahe Säuglinge lösen. Aufgepasst, ich fange an. Aufgabe 15c. Y gleich, Klammer auf, x Quadrat minus 1. Ich denke, du arbeitest. Ja, das tue ich ja auch. Nein, du hörst Radio. Sportnachrichten oder so. Ich habe es doch gehört. Es war kein Sport, es war ein Vortrag über Mathematik. Den Beweis wirst du schwerlich antreten können. Du wirst dich wundern. Klammer zu, hoch 2. Mal 2x minus, Klammer auf, 6x minus 1, Klammer zu, hoch 2. Ja, wirklich enorm, dein Eifer. Dann wundert es mich nur, wieso das da ins Haus flattert. Blauer kann ein blauer Brief gar nicht mehr sein. Das Merkwürdige? Mangelhafte Leistungen gerade in Mathematik, die dir doch so lieb zu sein scheint. Y gleich 3, Klammer auf, x Quadrat minus 1, Klammer zu, hoch 2, mal 2x minus, Klammer auf, 6x minus 1, Klammer zu, hoch 2. Und das war das mathematische Problem. Wir geben jetzt Aufgaben für Englisch durch. Es spricht unser Englischexperte. Seine einzelnen, allen schriftlichen Arbeiten garantieren einen durchschlagenden Erfolg. Come on! Hallo Leute, ich beginne mit der Übersetzung. When Martha awoke, it was still dark and bitter cold. The wind pouring across the North Sea struck freezingly
Musst du denn auch bei den Schularbeiten noch Musik hören? So kannst du dich doch gar nicht konzentrieren. Aber ihr lasst euch ja nichts sagen. So, das war die englische Übersetzung. Ein paar Rechtschreibungsfehler könnt ihr ruhig machen, sonst fällt es auf, wie gut ihr alle seid. Ich hoffe, alle haben es verstanden. Und nun nach dem Ernst der Spaß. Wir schalten um auf Musik. Achtung, Achtung! Hier ist der Sender Pythia auf dem Beat-Kanal. Freunde, Nachbarn, Wohlstandsbürger in Villen- und Altbauwohnungen. Wir senden jetzt, wie jeden Tag, Beat! Checkt. 5 Meilen vor Endanflug. Sind wir frei zur Landung? Landebahn 25 rechts. Wind 240. 6 Knoten. Nummer 1, Landung frei. Was will denn der? Verdammter Störsender. Schon vorbei. Moment, da ist er wieder. Teilwagen Diode, bitte kommen. Teilwagen Diode. Wir haben den Sender auf 173 Grad. 173 Grad, genau. Habt ihr ihn auch? Wir haben 63. Moment, wir stellen den Schnittpunkt fest und geben ihn gleich durch. Nicht unflott, was? Diode, wir hören. Der Schnittpunkt liegt ungefähr Kastanienallee Schumannstraße. Wir fahren jetzt beide langsam drauf zu. Je nach Peilung die Richtung korrigieren. In Ordnung. Die Richtung ungefähr. How can I play you? You know, something that's all so true. How can I tell you, baby? Ihr kommt zu weit links ab. Etwas mehr rechts halten. Wäre natürlich einfacher, wenn wir quer durch die Gemüsebeete fahren könnten. Die Richtung stimmt. Wir müssen schon ganz nah dran sein. Kann man das für dich mal ein bisschen leiser? Danke. Klaus, alles was recht ist. Das geht nun schon seit 3 oder 4 Tagen so. Schau mal, wenn man den ganzen Nachmittag Schularbeiten gebüffelt hat. Ja, ich weiß. Ihr seid furchtbar überfordert. Was habt ihr euch denn da eigentlich zusammengebastelt? Was ist denn das? Das ist ein Verstärker. So. Aha. Na ja, der verstärkt den Lärm da ganz schön. Also da macht mal Schluss für heute, ja? Wirklich. Man kann bei diesem Musiklärm keinen einzigen Gedanken fassen. Soweit nicht vorhanden, natürlich nicht. Aber wir müssen jetzt wohl Schluss machen. Achtung, Pythia, Freunde. Wegen häuslicher Schwierigkeiten mit der älteren Generation müssen wir unsere Sendung für heute leider abbrechen. Wir verabschieden uns mit dem üblichen Schlachtruf: Opas Tango ist tot. Es lebe der Beat. Ihr hört uns morgen zur gewohnten Zeit wieder. Ende der Sendung. Aus. Heute kriegen wir sie nicht mehr. Aber hoffentlich morgen. Die schriftlichen Hausaufgaben sind von fast allen in der Klasse bemerkenswert gut gelöst worden. Sogar die Kollegen der übrigen Fächer äußern Ähnliches. Das ist sehr erfreulich. Allerdings bezieht sich die Steigerung der Leistungen lediglich auf die Hausaufgaben. Man könnte den Verdacht haben, dass hier irgendwelche technischen Hilfsmittel im Spiele sind. Vielleicht ein gut organisierter Fahrraddienst, der die Lösungen von Haus zu Haus bringt? Ich bitte mir Ruhe aus, gar keinen Grund zur Heiterkeit. Wer aus der Klasse besitzt ein Fahrrad? Hand hoch, bitte.
Nicht einer aus der Klasse will ein Fahrrad besitzen? Bernhard Wegner, haben Sie auch kein Fahrrad? Nein, Herr Studienrat, bloß ein Moped. Na also, das ist doch auch so eine Art Fahrrad. Damit geht es sogar noch schneller. Und Sie sind doch der beste Mathematiker in der Klasse. Herr Studienrat, diesen Verdacht kann ich ausräumen. Mit meinem Moped von einem zum anderen fahren, das ginge ja gar nicht. Warum ginge das nicht? Mein Taschengeld ist zu knapp. Wieso? Na ja, das Benzin ist ganz schön teuer. Na ja. Mich irritieren diese gleichmäßig guten Hausaufgaben. Die Leistungen in der Klasse sind nach wie vor unterschiedlich. Ich will es Ihnen beweisen. Böhmer an die Tafel, bitte. Na schön. Soweit haben Sie ihn also schon eingekreist. Ja. Wir hätten die Jungs gestern schon gehabt, wenn Sie nicht plötzlich die Sendung abgebrochen hätten. Technische Störungen? Mm-mm. Häusliche. Das ging aus der Absage hervor. Aber heute Nachmittag wollen Sie wieder senden. Wollen wir den Sendebetrieb schon aufnehmen? Warum nicht? Na, Jürgen muss dann noch die Englischübersetzung bringen. Aber mit den unregelmäßigen Verben ist das diesmal schwieriger. Das dauert auch bei Jürgen Weilchen. Deshalb schlage ich vor, unsere Freunde so lange mit Beatmusik einzuheizen. Gemacht. Achtung, Achtung! Hier ist der Sender Pythia. Nachbarn, Beatfreunde! Wir haben unsere Taschengelder zusammengeschmissen und zwei neue Beatplatten gekauft. Hits natürlich! Also, los geht's! Da haben wir sie. Auf genau 172,13 Grad. Gib's durch. Mach ich. Peilwagendiode, bitte kommen. Hier, Peilwagendiode. Na endlich. Jetzt sind sie weg. Mensch, was soll das? Ich denke, du bringst die englischen Hausaufgaben. Die habe ich auch hier. Aber ich habe eben Peilwagen gesehen, eine Straße weiter. Die suchen uns. Die haben die Sendung mittendrin abgebrochen. Es ist wie verhext. Versuch doch mal eine andere Frequenz. Vielleicht machen sie Schularbeiten. Essig. Aber die Klasse verlässt sich auf uns. Wir können sie doch nicht einfach im Stich lassen. Du, ich weiß was. Wir nehmen den Sender und ziehen auf meine Bude um. Die ganze Wohnung ist sturmfrei. Radio, Antenne, Plattenspieler sind da. Wir müssen uns nur den Sender unter den Arm klemmen. Sag, machst du deine Karre da? Klar. Wie lange brauchen wir bis zu dir? Na, 20 Minuten. Los, einpacken und dann ab. Nichts. Phonokabel. Okay. Mikrokabel. Ja. Danke. So, Antenne. Und Netzanschluss. Pythia, Freunde. Panne oben.
Wir senden nun weiter. Da sind sie wieder. Aber andere Peilung als vorhin. Vielleicht sind sie umgezogen. Ich ruf mal Diode. 112 Grad. Das ist ungefähr in Richtung Flughafen. Die erwischen wir heute doch nicht mehr. Abwarten. Die fühlen sich zu sicher. Diode, bitte kommen. Vor Hinternflug. Erbitten nochmal Wetterbericht. Verdammte Suppe da draußen. Keine Änderung, starker Bodennebel. Sicht 800 Fuß. Sie müssen auf Blindlandung gehen. Blindanflug, verstanden. Wir überfliegen das erste Funkfeuer. Wir fallen auf 900 Fuß. Wir fallen auf 450 Fuß. Das zweite Funkfeuer überflogen. Anflugwinkel korrekt. Wir starten durch. Hier Maschine 1. Mussten durchstarten. Funkzeichen von drittem Landefeuer durch Störsender überlagert. Blindanflug unmöglich. Gehen auf Höhe. Erbitten neue Anweisungen. Gehen Sie auf 150 Fuß in Warteschleife. Bitte übernehmen. Achtung, Achtung, hier spricht der Captain. Meine Damen und Herren, wir mussten soeben durchstarten, da der Anflug gestört war. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Wir erwarten in wenigen Minuten eine neue Landegenehmigung. Heilwagenwelle? Funkmeisterstelle in Zoho, wie steht's? Wir haben den Störsender schwach drin. Heilwagendiode auch. Der Schnittpunkt liegt in der Nähe Flughafen. Wir fahren in Peilrichtung weiter. Den Peilwagen haben wir schön abgehängt, was? Mhm. Aber wen soll solche Musik schon stören? Möchte ich auch mal wissen. Flugzeug Nummer 1 musste Anflug abbrechen. Ihre Landung verzögert sich. Gehen Sie in Wartraum auf Höhe von 3000 Fuß. Hier ganz in der Nähe, muss es sein. Guten Tag. Ja. Tag. Ja, hier in der Nähe muss es sein. Ja, ja. Das Handteilgerät. Teilen wir die Wohnung ein. Damenbesuch, was? Ich weiß nicht, mal sehen.
Fühlen sich irgendwelche Nachbarn gestört oder wie? Nein, aber ein ganzer Flughafen. Funkkontrollmessdienst. Was ist Ihnen lieber? Sollen wir uns einen Hausdurchsuchungsbefehl beschaffen? Oder wollen Sie uns so die Erlaubnis geben, nachzusehen, dass Sie den Sender betreiben? Bitte, meine Herren. Wir haben Sie angepeilt. Das ist doch wohl der Sender, oder? Stimmt. Ja, also machen wir das erste Mal den Sender aus, ja? Damit ist es aber nicht getan. Die Anlage wird bis zur gerichtlichen Entscheidung sichergestellt. Störung beseitigt. Gehen Sie auf Anflugfeuer zurück. Sie können Anflug wiederholen. Verstanden. Also wenn Sie Bastler sind, dann sollten Sie eigentlich wissen, was Sie mit so einem selbstgestrickten Sender alles anrichten können. Der Streit auf Nebenwellen überall kann eine Frequenz vollkommen blockieren. Naja, wir haben nicht daran gedacht, dass wir hier ganz nah am Flughafen senden. Sie dürfen überhaupt nicht senden ohne Lizenz der Post. Ja, ich weiß, aber eigentlich haben wir das Ganze ja nur angefangen aus, wie soll ich sagen? Aus Idealismus. Ja. Aus was? Ja, das stimmt. Das war nämlich so, wir... Ach, das wird die Herren weiter nicht interessieren. Warten Sie es ab. Dafür wird sich das Gericht dann interessieren. Sie wollen sich damit verteidigen, dass es eine Hilfsaktion war. Das war es aber nicht. Es war ganz schlicht und einfach eine Mogelei mit Hilfe moderner technischer Nachrichtenmittel. Vermutlich sind Sie auch noch stolz darauf, dass Sie in der Lokalpresse Schlagzeilen machen. Schulaufgaben drahtlos frei Haus. Stolz darauf, ja? Nicht besonders, Herr Studienrat. Sie werden einer Bestrafung durch ein Gericht nicht entgehen. Vermutlich werden es Geldstrafen sein. Ich möchte nur wünschen, dass es Ihre Eltern Ihnen vom Taschengeld abziehen. Aber ich werde Sie auch noch bestrafen. Und zwar umso empfindlicher, weil Sie die drei besten Schüler der Klasse sind. Also, Bernhard Wegener? Herr Studienrat, wir haben uns da was überlegt. Überlegt? Was denn überlegt? Eine Wiedergutmachung. Wie bitte? Wir haben uns ausgedacht, dass jeder von uns dreien in dem Fach, in dem er am besten ist, allen aus der Klasse, die es wollen, jeden Nachmittag 2 Stunden Nachhilfeunterricht gibt. Eigentlich ist das gar nicht so übel. Das ist sogar eine gute Idee. Einverstanden. Herr Studienrat, wir garantieren Ihnen, in der Klasse hier bleibt keiner kleben. Na also? Du auch nicht. Wer von Ihnen hat eigentlich die Idee zu der drahtlosen Übermittlung gehabt? Keiner von uns, Herr Studienrat. Das war Marconi, 1896.